dem 16. April 1943 ist bis die Schlachten auf Kaukas im gekommen der jüdische Dramaturg Moishe Gershenson. Er ist geboren geworden dem 18. Juni 1903 in dem ukrainischen Städtel Tschernichow, Zhytomyr Gegend. Noch einige ist er mit den Eltern herübergefahren in Zhytomyr. In 1922 ist Gershenson umgekommen, sich lernen auf die ersten pädagogischen Kursen in Kiew. Dort hat er zusammen mit seinen Chaveren geschaffen eine studentische Theatertruppe, Mischlaches, Unschickenisch, in welcher es haben sich auch beteiligt etliche künftige jüdische Schreiber, Benjamin Gutjanski, Salmen Skuditski und Herschel Diamant. In die Jahren lebt Gershenson und arbeitet in dem Kiewer jüdischen Meluche-Theater und setzt vor seine Proben in Dramaturgie. Später geht er darüber arbeiten in Kiewer jüdischen Kindertheater, wo er inszenisiert Sholem Aleichems Motel Pese dem Hasens und Yankov Dinesons Josele. Es hebt sich nun seine professionelle literarische Tätigkeit. In 1936 schafft er die Pjesse Util und gleich noch hier die Komödie Erschele Astropoler. In August 1937 hat Benjamin Suskin sie aufgeführt in Moskwer jüdischen Meluche-Theater und euch mit größter Erfolg. Wenn der Moskwer jüdische Meluche-Theater kommt wieder auf Gastrollen in Kiew, begegnet sich Gershenson mit Schleume Michalsen und erzählt ihm, als er arbeitet über eine neue Komödie Helmer Chachumim. Michals hat die Pjesse gewollt stellen in sein Theater, aber die Malchume hat gebeten alle Pläne. Im Dezember 1941 hat Gershenson mit der Mischpuche sich evakuiert in Kasachstan. Nach dem Durchmachen einen kurzen Offizierkurs ist er aufgeschickt geworden auf dem Front. Er ist allgemein knappe 40 Jahre, wenn sein Leben hat sich übergerissen. Und noch ein Jahrzehnt merken wir ob dem 16. April. Noch ein jüdischen amerikanischer Prosaiker und Dramaturg sein Lieben von Reim Israel Salmen Hurwitz. Er ist geboren geworden in 1872 in dem Städtel Horki, nicht weit von Mogilev, Weißrussland. Zu der Zeit, wenn der junge Israel Salmen hat sich gedacht stellen zum Prisiv, ist er entlaufen und es erste sich besetzt in London und danach weggefahren in Amerika. Da prüft er uns verschiedene Parnusses zu ziehen die Chiune. Und in derselben Zeit schreibt er kurze Erzählungen. Sofkalsov wird aufgedrückt seine Erzählung unter dem Pseudonym Salmen Lieben in der New Yorker Arbeiter Zeitung. Goran Gichen beweisen sich seine Skizzes in Vorwärts und in der Zukunft. Eine große Rolle hat Lieben gespielt wie ein Dramaturg in dem Period von dem größten Aufblieb von jüdischen Theater in Amerika. Zum ersten Mal ist er raus auf der Bühne mit seiner Pjesse Die verspätete Hupe. Und weiter ist nicht durchgegangen kein Jahr. Es soll sich nicht beweisen, keine neue Pjesse sein. Lieben hat seine Pjesse oft bezeichnet wie Komödien, realistische Dramas, Komödiedramas und so weiter. Sie sind in der Rückkehr herumgegangen in Manuskripten und in übergeschriebene Heften zwischen die Liebhabers von Theater und verschiedenen Truppes.
Und die Akteuren und Regisseuren, ob sie in die Programmen und die Affiches, bezeichnen, wie sie hat sich nur gewollt. Schmuel Niger hat wegen Liebenden umgeschrieben so. Er schreibt, wie er ehrt, wie man ehrt. Zuputzen die Sprache ist ihm fremd. Pinkt er so fremd, wie zuputzen das Leben. Über trefft bei ihm ein schön Wort, ein stark Wort. Es ist nur, weil seine Emotions seinen oft starke, schöne. Er schreibt, wie er fühlt und wie seine Parscheunen fühlen. So auf Zitat. Salmin Lieben ist gestorben in New York in 1955. Lass mir jetzt sehen, ein Neuzug von Moshe Gershensons berühmte Pjäse Erschele Astrapolle, aufgeführt in dem Tel Aviver Theater Idespiel. Erschele Mike Burstein, Reb Kalmen, Jankov Bodu. Reb Kalmen, ich darf. Ach, wenn ich das darf. Ich will. Ach, wenn ich das will. Ja, ich hab. Ich darf nicht das tun. Aber gib mir. Was geben wir ihm? Ach, gib nicht den Achob nicht. Wenn Achob, gib euch nicht. Nicht kein Geld. Hab nicht. Nicht kein Saar. Hab nicht. Ein Wort wird immer los in euch reden. Hab nicht. Aber hört mich euch mit Kopf. Hab nicht. Was der Kopf hat, ihr tagt euch nicht. Puh, sollst du mal wählen. Lass mich den ganzen Tag im Kopf. Also, ihr lasst nicht euch reden, ein Wort. Schon red, red. Ich bin nachher gekommen, umgeben mein Häuf. Wo ist? Die Ost hat es bei mir gelingen. Gott, Gottes mit euch, Reb Kalmen, ihr gedenkt schon nicht. Ich hab dir etwas geboren. Ja, ja. Wo ist? Ihr habt mir ein Löffel geboren. Ein Löffel? Hat ein Löffel gehabt, ein kleines Löffel. Ah. Hab ich es auch zurückgebracht. Ein anderer wollte es sie gehalten für sich. Na, ich hab Feind jenems. Ist. Nata hob de Mame. Inata hob das Kind. Putschi putschi. Putschi putschi, Sinner. Rosse! Rosse! Ja, Balaboy. Nimm dich wieder Löffel und leg's allein in den Tisch selber. Ja, nur gebachte auf dem Pizza, das Kind. Selbst noch ein Fuß geboren geworden. Putschi putschi. Putschi putschi! Ja, das ist halt. Warte, Rebkure, warte, aber nicht. Hefscher. Darf dir noch etwas borgen? Nein. Geht da tracht, Äfscher fort. Nein. Ja. Äfscher. Ja. Nein. Ja. Aber ihr wisst was? Ich will Tage gedacht haben, einen silbernen Becher. Ah. Nach Känzer begehen und dem. Warte, was? Trug er euch den größten silbernen Becher? Nun, wie bist du? Oh. Aber nee, seht ihr, ha? Aha! Seht ihr, Taki? Guck mal, Rebkurev. Der Becher wird euch tun im Putschi-Putschi. Avadi! Putschi-Putschi! Putschi-Putschi! Seid gesehen! Seid gesehen, der Reit, hoi Gott. Wenn alles bei mir in Stiebchen nun im Putschi-Putschi, wo doch ich weiner Makaie. Dem 18. April sind geboren geworden zwei seltene Persönlichkeiten, die haben gelost eine tiefe Spur nicht nur in der jüdischen, sondern auch in hebräischer, russischer und deutscher Kulturen. Der Heino, der Kompositor, Sammler von jüdischen Folklore Joel Engel und der Akteur Alexander Granach. Joel Engel ist geboren geworden in 1868 in Berdjansk. Geendigt die Moskauer Konservatorie ist er lange Jahre gestanden Berosch der Gesellschaft für jüdischer Volksmusik in Russland. Kurz wie ein Kompositor hat Engel Keseder geschrieben auf russisch-kritische Abhandlungen, auf musikalische Themen, wie auch Essayen wegen Rimsky-Korsakow, Tschaikowski, Taneyev, Wus ist gewesen einer von seinen Lehrern in der Konservatorie und andere.
Von deswegen ist Engel gewesen in seiner Zeit zwischen die größten Kenner von jüdischen musikalischen Folklore und allein bearbeitet Asach jüdische Lieder. In Jahr 1900 ist er verboten gewesen, aufzuhalten ein Referat in der Moskauer Imperatorischer Ethnographischer Gesellschaft wegen der jüdischen Volkslied. Zusammen mit Tanskin hat Engel sich beteiligt in die ethnographischen Expeditions über der Kiewer Gubernie und Wolin. Wie ein Resultat von den Expeditions hat Engel herausgelost in jüdisch etliche musikalische Sammlungen. Wie ein Kompositor hat er geschaffen die Musik zu Anskis Dibek, für den hebräischen Theater Habima, zu Peretzes und Sholom Alechems Inszenisatzes. In Jahr 1922 hat Engel verlost Russland und gegründet in Berlin seinen Verlag Juval Verlag, was er hat später mit 3 Jahren übergeführt in Palästina, wo er hat sich besetzt in Tel Aviv. Dort arbeitet Engel wie ein Lehrer in der pädagogischen Schule Schulamis, lehnt Lektions, kreativ mit Konzerten, viertun mit dem Varieté-Theater OL. Zu der Zeit gehen Reus die 3 Bände von seinen jüdischen Volkslieder. Gestorben ist Joel Engel Umderwart in 1927 in Tel Aviv. Alexander Granach ist geboren geworden in 1890 in dem Dorf Werbowitz, Mizrach-Galizie. Von der Heim Scheie Granach, sich gelernt in Cheder, gearbeitet wie ein Bäcker, bei den 16 Jahren umgekommen in Berlin, mit Achulem zu werden ein Akteur, aber gelebt wie früher von Bäckerei. In derselben Zeit lernt sich Granach in der berühmten dramatischen Schule von Max Reinhardt. Er spielt auf Deutsch und Goran Gichen wird er einer von den führenden Akteuren in Deutschland. In 1934, nachdem wie die Nazis sind gekommen zu der Macht, verlässt Granach Deutschland und deutsche Bühne. Er wird ein jüdischer Akteur und spielt in Warschau, Lodz, Kiew. Er spielt im Kino und die Rolle von Zigeuner in dem Film Der letzte Tabor bringt ihm einen verdienten Schem in Russland. In den Sof-30er wird Granach verbeten in einem Kiewer jüdischen Theater, wo es wird aufgeführt Shakespeares Der Säucher von Venedig. Granach spielt dort die Hauptrolle von Shylock, was es wie zugemossen gewesen zu seiner Faktur. In jenen Zeiten ist ein Mensch mit dieser Biografie verurteilt geworden, zu werden arrestiert und beschuldigt in alle Getäumen. Also ist es Tag geschehen und nur zu lieb ein Zufall ist Granach befreit geworden. Nach der Befreiung ist Granach gekommen in Amerika, wo seine theatrale Karriere hat sich nicht so gut eingegeben hat. Er hat gespielt in Hollywood. In New York hat der Ikuf euch herausgelost sein Buch Sich Reunes, was heißt Ort geht ein Mensch. Gestorben ist Alexander Granach in New York in 1945.